Glocke. Ein neuer Fall für uns. Geht klar. Hallo Locke. Hallo Tom. Wir lösen alle Probleme. Wir greifen ein bei jedem Fall, wo es nötig ist. Ich finde dich gut. Ich liebe dich, Locke. Konradi? Helga, ich bin's. Mike, ist Tom da? Ja, Moment. Tom, Telefon. Mike ist dran. Er kommt, Mike. Ist was? Ich komme eben nach Hause. Locke ist nicht da. Ich hatte die Idee, sie wäre mit Tom unterwegs, aber... Um Gottes Willen, ihr wird doch nichts passiert sein. Hier kommt Tom. Ja, Mike, ist das mit Locke? Sie ist nicht zu Hause, Tom, aber das Mofa lehnt an der Mülltonne. Und vor der Garage lag ihr Hut auf dem Boden. Bis 4 Uhr waren wir zusammen in der Stadt. Und dann habe ich Locke bei ihrer Freundin Nicole abgeliefert. Spätestens um 6 Uhr wollte Locke nach Hause fahren. Warte, Mike. Ich rufe Nicole rasch an. Dann melde ich mich wieder. Okay. Bei Nicole? Aha, dann wollten die beiden bestimmt pauken für eine Arbeit. Aber wieso denn? Das Mofa ist hier. Also kann Locke nicht mehr bei Nicole sein. Oh Mann, da ist was passiert. Mike? Ja, Tom? Locke war bis 8:30 bei Nicole. Sie ist dann trotz der Dunkelheit losgefahren. Vielleicht ist sie irgendwo in der Nachbarschaft. Oh nein, nein, das glaube ich nicht. Tom, jetzt muss ich wohl unseren Vater verständigen. Helga und ich kommen zu dir, Mike. Wir müssen das klären. Gut, Tom, bis gleich. Als nächstes rief ich meinen Vater an. Ich wollte ihn nicht unnötig beunruhigen, aber ich musste ihm schließlich sagen, dass meine Schwester Locke verschwunden war. Tom und seine Mutter Helga kamen gleichzeitig mit ihm an. Gemeinsam suchten wir überall in der Nachbarschaft nach Locke, aber fanden sie nicht. Schließlich kam Tom auf den klugen Gedanken, Niki, seinen Hund, einzusetzen. Und ich hielt Niki einen Hausschuh meines Schwesterchens unter die Nase. Tom führte Niki dorthin, wo Locke ihren Schlapphut verloren hatte. Achtung, Niki. Such. Such Locke. Such. Verloren. Los. Los, Niki, such. Er zieht zur Ausfahrt. Aber jetzt weiß er nicht, wohin. Nach links oder nach rechts? Nach rechts. Helga, komm, bitte bleib im Haus. Jemand muss die Telefonwache übernehmen. Machst du das bitte? Ja, gut, ich bleibe beim Telefon. Du hast recht, jemand könnte sich melden. Niki hat die Fährte, ganz sicher. Irgendetwas ist seltsam. Mike, Niki war sich erst unschlüssig. Wäre Locke hier gelaufen, hätte er keine Sekunde gezögert. Er hat ihre Spur, klar. Aber sie war anfangs irgendwie unscharf. Unscharf, Tom? Wie meinst du das? Rochen ihre Stiefel anders als sonst? Ja, das nicht. Aber mein Tiger musste sich erst darüber klar werden, dass sie in diese Richtung getappert ist. Also ich weiß nicht, was... Moment mal, natürlich. Locke lief nicht, sie wurde getragen. Klar, Tom, getragen. Das ist der Knackpunkt. Getragen, nachdem man sie in der Garage überwältigt hat. Dabei verlor sie ihren Hut. Mein Gott, das bestätigt unsere Befürchtungen. Ja, was ist nun los? Warum geht Niki nicht weiter? Öl. Hier hat ein Wagen gestanden. Hat ein bisschen Öl verloren. Jetzt wissen wir es. Locke wurde hierher geschleppt und in die Karre geladen. Und es war dunkel und neblig. Bestimmt hat niemand was beobachtet. Ja, es sei denn, dass in dem Haus da drüben jemand was gesehen hat. Ich werde mal fragen. Gunther überquerte die Straße und klingelte an der Tür des kleinen Hauses, in dem eine Frau Müller wohnte. Doch die alte Dame hatte nichts Ungewöhnliches bemerkt. Sie hatte zwar ein fremdes Auto auf der Straße gesehen, konnte es jedoch nicht beschreiben. Wir waren alle in höchster Sorge. Alle unsere Bemühungen, eine Spur von ihr zu finden, blieben erfolglos. Gunther war dagegen, die Polizei zu verständigen, bevor sich der oder die Entführer gemeldet hatten. Er wollte auf keinen Fall einen Fehler machen, mit dem er das Leben Lockes gefährdete. Bis in den späten Abend hinein beratschlagten Gunther, Tom, Helga und ich, was zu tun sei, als plötzlich das Telefon schrillte. Mike Rehm. Nur eine Frage. Gibt es bei Ihnen ein Mädchen namens Nina? Ja, natürlich. Das ist meine Schwester. Moment bitte.
Gunther, da fragt jemand nach Locke. Willst du mit ihm reden? Ja, und ob ich will. Gib mir mal den Hörer. Danke. Gunther Rehm, mit wem spreche ich? Meinen Namen lassen wir mal vorläufig weg. Reden wir von Nina. Ist das Ihre Tochter? Meine Tochter heißt Nina und wird Locke genannt. Wie alt ist sie? 14. Ja, Himmel, was ist mit Locke? Wo ist sie? Wenn ihr was passiert ist, dann... Langsam, Rehm, langsam. Ich frage, Sie antworten. Nur so kommen wir weiter. Also gut, fragen Sie. Hat sie langes, braunes Haar, dunkle Augen und ein hübsches Gesicht? Ja, hat sie. Wie ist sie bekleidet? Also, ja, das weiß ich nicht. Ich schlief noch, als sie zur Schule fuhr und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ein Schlüsselkind, aha. Na, sie sieht aus, als bekäme ihr das. Das Mädchen, von dem ich rede, kann ziemlich pampig werden, selbst wenn ihr die Zähne klappern. Ihre Tochter ist also nicht zu Hause. Mann, nun sagen Sie, was Sie wissen. Nein, meine Tochter ist nicht zu Hause. Ihr Mofa lag in der Einfahrt, ihr Hut vor der Garage. Was ist mit Locke? Ihre Tochter wurde gekidnappt, Herr Rehm. Und nun denken Sie nicht, ich sei der Kerl, der das gemacht hat. Mit der Sache habe ich nichts zu tun. Ich wurde nur zufällig Zeuge. Sie haben gesehen, wie sie entführt wurde? Nein, ich beobachtete, wie sie in ein Versteck gebracht wurde. In ein bombensicheres Versteck. Dort ist sie jetzt eingekerkert. Tolles Verlies, das muss ich schon sagen. Da gibt's kein Entkommen. Und die Polizei würde sie in 100 Jahren nicht finden. Wo ist Locke? Langsam, verehrtester. Erst müssen wir mal zum Geschäftlichen kommen. Hören Sie mal, Sie sind doch auf meiner Seite. Sie sind kein Kidnapper. Sagen Sie, von wem sie entführt wurde. Erstens kenne ich den Typ nicht. Zweitens versaue ich mir mein Geschäft nicht, Rehm. Ich sehe das so. Da ich zurzeit ziemlich klamm bin, hätte ich nichts gegen eine Belohnung. Sie fahren die Kohle raus und ich sage Ihnen, wo Ihre Tochter steckt. Klar? Ja, ich verstehe. Wie viel wollen Sie? Tja, ein so junges Menschenleben ist sicherlich unbezahlbar. Aber ich bin ja nicht habgierig. 500.000 Mark und Ihr Töchterlein ist wieder dabei. Für meine Tochter würde ich alles geben. Hätte ich 500.000, gehörten Sie Ihnen. Aber Sie scheinen mich falsch einzuschätzen. Wissen Sie, ich bin Journalist, da verdient man nicht so viel. Woher soll ich so viel Geld nehmen? Ihr Problem. 500.000. Oder Sie sehen Ihre Tochter nie wieder. Ich rufe morgen Vormittag wieder an. Punkt 11 Uhr. Ja, Moment, Sie... Unterbrechen Sie mich nicht. Morgen Vormittag. Entweder Sie sagen Ja zu meinem Finderlohn oder die Kleine bleibt, wo sie ist. Hallo. Hallo, so hören Sie doch. Er hat aufgelegt. Wir standen dicht neben Gunther. Wir hatten alle mitgehört. Alle waren blass. Wir hatten Angst um Locke. Wo mochte sie jetzt sein? Und warum hatte man sie entführt? Mein Gott, also doch. Entführt. Hoffentlich ist sie gesund. Ich verstehe das nicht ganz. Ist der Anrufer nun der Kidnapper oder hat er nur beobachtet, wie Locke eingesperrt wurde? Auf jeden Fall verhält er sich wie ein Entführer. Er will Geld erpressen. Richtig, Tom. Ja, dann muss er doch damit rechnen, dass der echte Entführer ebenfalls bei uns anruft und Lösegeld verlangt. Ja. Ja, der echte Entführer könnte sich jeden Moment melden. Aber unser Mann hat den nächsten Kontakt auf 11 Uhr vertagt. Also weiß er, dass er Zeit hat. Er weiß, dass der echte Entführer ihn nicht stören wird. Ja, du hast recht, Mark. Aber warum stört der Kidnapper ihn nicht? Das weiß der Teufel. Vielleicht ist er verunglückt oder liegt im Krankenhaus. Oder es ist sonst was passiert. Wenn es um Geld geht, Gunther, bist du das falsche Opfer. Bei dir kann der Kerl nicht viel holen. Auf keinen Fall 500.000 Mark. Ich meine, der echte Entführer kann Locke nicht mit der Absicht geschnappt haben, Geld von dir zu erpressen. Nein, reich bin ich wirklich nicht, da hast du recht, Tom. Aber irgendetwas passt da nicht. Könnte es nicht sein, dass er Locke aus anderen Gründen entführt hat? Ja, vielleicht hat er gar nicht die Absicht, sich bei dir zu melden. Und der Anrufer weiß das. Du meinst, der Entführer will sich rächen? Lockes Verschwinden soll mich treffen? Ja, dann hat er sein Ziel schon erreicht. Es hat mich getroffen. Ja, aber wie geht's weiter? Ja, also ich gehe morgen früh zur Bank. Ich werde versuchen, unser Haus zu beleihen. Natürlich kriege ich keine 500.000 zusammen, aber die Hälfte vielleicht. Die andere Hälfte übernehme ich. Mein Haus ist schuldenfrei und lässt sich hoch beleihen. Außerdem habe ich ein Sparkonto. Wenn wir alles zusammenwerfen, reicht es. Nein, 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 Helga, das kann ich nicht annehmen. Nun rede nicht so viel, natürlich kannst du. Also schön. Danke, Helga. Weißt du, ich gehe ja davon aus, dass wir dem Erpresser das Geld schnell wieder abnehmen und dir dann zurückgeben können, wenn nur erst Locke wieder zurück ist.
Es war unglaublich, was Gunther und Helga gemeinsam auf die Beine stellten. Sie schafften es tatsächlich, bei der Bank 500.000 Mark locker zu machen. Das war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Aber die beiden hielten zusammen wie Pech und Schwefel und brachten das Geld zu uns ins Haus. Eine ganze Reisetasche voller Geld. Und dann klingelte auch schon das Telefon. Gunther griff zum Hörer. Rehm? Ich bin's. Bei mir ist es 11. Also, wie viele Bullen stehen neben Ihnen? Aber glauben Sie mir, wir haben die Polizei nicht verständigt. Das wäre auch übel für Ihre Tochter. Wenn mir irgendwelche Bullen auf die Pelle rücken, passiert ihr was. Haben Sie das Geld? Ja. Ein Koffer mit 500.000 Mark ist hier. Und jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt passen Sie mal auf. Bevor wir den Menschenhandel abwickeln, will ich wissen, ob Sie ehrlich sind. Ob ich ehrlich bin? Was heißt das? Beweisen Sie, dass meine Tochter in Ihrer Gewalt ist. Sie wollen Beweise? Ach ja. Was denn zum Beispiel? Soll ich Ihnen eine Locke von Ihrem Haar bringen? Meine Tochter hat keine Locken. Ach ja, sie hat ganz glattes Haar. Also, was verlangen Sie? Legen Sie ihr ein paar Fragen vor, die ich Ihnen stelle. Aus den Antworten kann ich ja sehen, ob Sie wirklich mit meiner Tochter gesprochen haben. Gut, einverstanden. Welche Fragen haben Sie? Was für ein Haustier hat Nina? Wie heißt es? Was frisst es am liebsten? Wie heißt der Hund unserer Großmutter? Wie die Katze von Ninas Freund? Mitgekommen? Bin ja nicht blöd. Der Erpresser unterbrach die Verbindung. Jetzt musste er beweisen, dass er Locke wirklich in seiner Gewalt hatte und dass Locke lebte. Das Warten wurde zur Qual. Immer wieder blickten wir zur Uhr. 22 Minuten vergingen. Dann... Rehm? Ihrer Tochter geht es ganz gut. Seien Sie froh, dass der Nebel genauso dicht ist wie gestern. Sonst hätte ich Sie dort nicht besuchen können, wo sie jetzt ist. Und? Die Antworten? Also, sie hat einen Hamster. Der heißt Klodwig und frisst am liebsten hartgekochte Eier. Der Hund der Großmutter wird Hasso gerufen. Die Katze des Freundes hört auf Mickey. Alles klar? Alles ist falsch. Was soll das? Das war ein Schreck. Was? Also nun hören Sie auf damit. Die richtigen Antworten will ich hören. Schon gut, Alter. Also passen Sie auf. Ihre Maus heißt Helena oder Mausi. Sie frisst am liebsten Haferflocken. Die Großmutter hat keinen Hund, sondern eine Katze, Frau Holle. Der Freund hat keine Katze, sondern einen Hund namens Niki. Ja, das ist in Ordnung. Ihre Tochter sagt, Brüderchen Mike sei 19. Stimmt. Sieh an. Und? Ist er noch so ein bisschen doof? Oder kann er schon etwas für uns tun? Ein bisschen doof? Das ist doch... Was erwarten Sie von meinem Sohn Mike? Seine Maschine geht um 14.05 Uhr. Am Schalter der Swiss Air liegt sein Flugschein bereit. Bezahlen müssen Sie natürlich selbst, aber aus eigener Tasche. Nicht von den 500.000. Ja, wohin soll er fliegen? Nach Malaga in Spanien. Ihr Sohn soll im Hotel Carambolo absteigen. Er bringt das Geld in einem Koffer mit, den er als Reisegepäck aufgibt. Aha. Also erfolgt die Geldübergabe in Malaga? Das erfährt Mike dort. Ja, und wann sagen Sie uns, wo Locke ist? Sobald mein Partner oder ich das Geld haben. Alles klar? Aufgelegt. Er ist schlau, hinterhältig und grausam. Hat er in Malaga nun wirklich einen Komplizen? Oder fliegt er heute nach Spanien und sitzt mit mir in der gleichen Maschine? Ja, natürlich, beides ist möglich. Also bitte ruf uns sofort an, wenn du im Hotel bist und gib die Nummer durch, unter der wir dich erreichen können. Ja klar, ich packe rasch. Seht ihr zu, dass ihr Locke findet. Aber ihr müsst schnell sein, sonst ist das Geld weg. Ja, ich weiß nicht, ob es was bringt, aber vielleicht sollten wir so einige Scheine kennzeichnen, meine ganz unauffällig. Zahlen am Rand. Weißt du, es kommt ja vor, dass jemand einen Hund oder benutzt, um sich so eine Telefonnummer zu notieren oder sowas. Gute Idee, Gunther. Komm, fangen wir an. Wir waren alle ziemlich verzweifelt. 500.000 Mark waren sehr, sehr viel Geld. Gunther und Helga würden für den Rest ihres Lebens nur dafür arbeiten müssen, um dieses Geld an die Bank zurückzuzahlen. Aber was spielte das für eine Rolle, wenn Lockes Leben auf dem Spiel stand? Wir waren bereit, alles für ihre Rettung zu tun. Helga und Gunther brachten mich zum Flughafen und ich flog mit dem Geld nach Spanien. Als Helga und Gunther danach zu uns nach Haus zurückkehrten, sahen sie Tom über den Zeitungen der letzten Woche sitzen. So, Mike ist unterwegs nach Malaga. Hey Tom, was machst du da? Ich suche nach dem Hinweis, mit dem wir den Erpresser vielleicht fangen können. Nämlich? Der Kerl hatte von einem tollen Verlies geredet. Von einem bombensicheren Versteck.
Und da ist mir was eingefallen. Ich habe vor einiger Zeit zufällig ein Inserat gelesen. Wieso? Hat irgendjemand ein tolles Verlies inseriert? Natürlich nicht, Helga. Aber gestern, als ich mit Niki durch die Birkenallee gejoggt bin, fiel mir ein altes Haus auf. Weißt du, vor diesem Haus stand lange ein Schild, Villa zu verkaufen, und jetzt ist es weg. Ja, schön und gut, es ist weg, aber was hat es mit dem Inserat zu tun? Meine, und wieso ist da eine Verbindung mit einem Verlies? In der Anzeige stand etwas von einem Atombombenkeller. Naja, vielleicht ist es ja die Villa in der Birkenallee. Atombombenkeller? Ja, Helga, soweit ich mich erinnere, wurde ein Haus angeboten, in dem sich ein atombombensicherer Keller befindet. Naja, ist der immerhin ungewöhnlich, oder? Das lässt sich nicht leugnen. Naja, und da dachte ich, da könnte man jemanden einsperren. Dann wäre doch weg vom Fenster. Den würde man nie finden. Stellt euch vor, das Haus steht leer und der Presser benutzt den Bunker als Lockes Versteck. Was wie ein bombensicheres Versteck. Ja, oder der Entführer benutzt den Bunker und der Erpresser hat es zufällig beobachtet. Hier ist es ja. Liebhaberobjekt, ältere Villa, 10 Zimmer, 180 Quadratmeter Wohnfläche, Bestlage, 3 Bäder, A-Bombenkeller, offener Kamin, Verhandlungsbasis 750.000 Mark, Immobilienwilleck. Das ist es. Wir müssen feststellen, wo diese Villa steht und ob sie schon verkauft ist. Vielleicht hat Tom recht und Locke ist da. Das übernehme ich. Helga, die Telefonnummer. Hier ist sie. Danke. Immobilienwillig, Leonard. Guten Tag. Tag auch. Conradi ist mein Name. Erteilen Sie Auskünfte oder macht das nur Herr Willeck persönlich? Worum geht es denn? Sie haben vor 3 Wochen eine Villa zum Kauf angeboten. Wir hätten gern die Adresse der Villa. Das kann ich Ihnen am Telefon nicht sagen. Da müssen Sie schon zu uns kommen. Könnten Sie nicht einmal eine Ausnahme machen? Nein, Herr Willeck macht keine Ausnahmen. Also gut, wir kommen. Wiedersehen. So was Umständliches. Ich habe es gehört. Tom, wir fahren hin. Ich komme mit. Nein, Helga, einer muss am Telefon bleiben. Es wäre gut, wenn du das machen würdest. Bitte. Also schön, das sehe ich ein. Ich bleibe also hier und beeilt euch. Darauf kannst du dich verlassen. Jetzt kommt es auf jede Minute an. Auf jeden Fall müssen wir Locke haben, bevor Mike in Spanien das Geld an diesen Erpresser übergeben hat. Sonst sehen wir die vielen schönen Scheine nie wieder. Gut, dann bleibt euch wirklich nicht viel Zeit. Los, haut ab und viel Erfolg. Danke, wir sind schon unterwegs. Tom und Gunther gelang es tatsächlich, der Sekretärin von Willeck die Adresse des Hauses mit dem Atombombenkeller zu entlocken. Kaum zu glauben, es war das Haus in der Birkenallee. Die beiden fuhren sofort hin und sahen sich dort um. Wie gesagt, das Haus kenne ich. Erst vorige Woche bin ich hier vorbeigekommen. Abgeschlossen. Und nirgendwo ein Fenster offen. Wart mal, Gunther. Hier liegt ein Streichholzbriefchen. Sieht noch ganz neu aus. Ja, es scheint trocken zu sein, obwohl es da gerade geregnet hat. Mal sehen, was draufsteht. Karibische Hölle. Scheint ein Nachtlokal zu sein. Und hier, da hat jemand was notiert. Kfz-Panse. 14.11. 14 Uhr. Das wäre heute. Wir haben den 14. Das Briefchen könnte Willig gehören. Was meinst du? Ja, oder einem anderen, der hier rumgeschlichen ist. Na, was machen wir? Schlagen wir eine Scheibe ein, damit wir uns den Bombenkeller ansehen können? Nein, komm, dazu haben wir kein Recht, Tom. Wir sollten vielleicht erstmal überprüfen, wem die Streichhölzer gehören. Vielleicht ergibt sich daraus irgendwas, eine Spur oder ein Hinweis, irgendwas. Ja, du hast recht. Rufen wir doch mal bei Kfz-Panzer an und fragen, wer da um 14 Uhr einen Termin hat. Wenn Sie mir sagen, wessen Termin das ist, dann kann ich die Sachen zurückgeben. Was es nicht alles gibt. Also diesen 14-Uhr-Termin, den habe ich im Kopf, weil der Kunde nicht gekommen ist. Er hat abgesagt, weil ihm der Wagen egal ist. Stellen Sie sich das mal vor. Er will den Wagen verschrotten. Verschrotten? Ganz plötzlich? Ja, verschrotten. Doch da ist der Wagen noch ganz gut, ja. Recht gut, aber der gute Mann hat es wohl nicht mehr nötig. Der schwimmt in Geld. Ach so, ja, natürlich, das wird sein, ja. Ja, bitte, dann geben Sie mir doch den Namen und wenn möglich auch die Adresse. Gern. Fischer heißt der Kunde. Ich habe hier eine Karteikarte vor mir. Ja, hier. Gottfried Fischer, Zöllischweg 18. Ja, vielen Dank, Herr Panse. Sie haben mir sehr geholfen. Zöllischweg 18. Das ist hier ganz in der Nähe. Dann komm. So, als ob sie auf die beiden gewartet hätte.
Hinter ihr in der Diele standen ein Koffer und eine Reisetasche. Sie kommen aber früh. Ein Glück, dass ich schon fertig bin. Oder sind Sie gar nicht das Taxi? Nein, leider nicht. Frau Kohl, ja? Ja, ich las Ihren Namen am Briefkasten. Nein, wir möchten zu Herrn Fischer, der wohnt doch hier. Oh, das tut mir leid. Da kommen Sie zu spät. Er ist verreist. Er wird wohl sehr lange wegbleiben. Wissen Sie, wohin Herr Fischer gefahren ist? Ach, da ist ja das Taxi. Ja, er ist nach Spanien. Warten Sie. Ja, jetzt habe ich es. Nach Malaga. Er ist nach Malaga geflogen. Aber nun muss ich wirklich gehen. Das Taxi. Danke, Frau Kohl. Vielen Dank. Volltreffer. Tom hätte beinahe einen Jubelschrei ausgestoßen. Er war ganz sicher, dass sie den Erpresser ermittelt hatten. Es konnte nur dieser Fischer sein, der nun nach Malaga geflogen war, um sich dort 500.000 Mark von mir übergeben zu lassen. Und noch etwas war Gunther und Tom nun klar geworden. Locke war in dem Haus mit dem Atombombenkeller. Nur dort konnte sie sein. Zu diesem Haus rasten die beiden nun zurück. Eins sage ich dir gleich, Gunther. Ich habe überhaupt keine Hemmung mehr, ein Fenster einzuschlagen und in das Haus einzubrechen. Tja, ich auch nicht, Tom. Aber hoffentlich irren wir uns nicht. Nein, auf keinen Fall. Locke ist hier, in diesem Haus. Und wir holen sie heraus aus dem Versteck. Auch ohne Atombombe. Ja, damit kann man den Bunker ja angeblich auch gar nicht knacken. Ne? Ich nehme dieses Fenster. Und jetzt rein. Du, Vorsicht, schneide dich nicht. Ich pass schon auf. Soll ich dir helfen? Nein, es geht schon. So. Das wär's. Aber wo ist denn nun dieser Bunker? Mal sehen. Gunther, hier ist eine Stahltür. Ah, oh, ja, ja, da ist es, Tom. Schnell, schnell, komm, schließ auf. Hoffentlich ist sie hier. Na, du mach doch schon, Tom. Locke, Locke! Mein Gott, da bist du ja. Oh, Papi, Tom! Locke, wir haben dich gefunden, Locke! Oh, Papi, endlich. Tom! Oh, ich bin ja so froh. Endlich, endlich. Kind, bist du gesund? Ach, ich bin okay, Papi. Ach, wie habt ihr mich denn bloß gefunden? Zwei sind es, aber es ist ein Irrtum. Dich sollte es treffen, Papi. Nein, nicht dich, sondern einen anderen Rehm. Diesen Günther Rehm, der die Frau und das Kind tödlich überfahren hat. Aber ich konnte es Willig nicht sagen, weil ich den Knebel im Mund hatte. Was? Willig? Mhm. Meinst du den Immobilienmakler? Der Willig hat dich entführt und hier eingeschlossen? Willig? Ja, ja, Willig. Er hat gesagt, er will sich dafür rächen, dass... Ja, ist ja schon gut, Locke, schon gut, schon gut. Komm, nun beruhige dich da erstmal. Komm, komm, mein Mädchen, wir gehen raus aus dem Keller. Und dann sehen wir weiter. Oh, ja, ja, raus hier. Oh, das habe ich mir so gewünscht. Nur raus aus diesem Bunker. Locke war vollkommen durcheinander. Gunther und Tom führten sie aus dem Haus. Sie plapperte ununterbrochen und redete ungeordnetes Zeug. Aber dann, als sie mit Gunther und Tom im Auto saß, erholte sie sich schnell. Die Entführung sollte mich also treffen. Willig wollte gar kein Geld. Fischer hat das gewusst. Willig wollte dich im Bombenkeller zurücklassen. Ja, ja, das wollte er, Papi. Fischer heißt der Mann. Er tauchte ganz kurz bei mir im Keller auf, als Willig schon weg war. Er glotzte mich an und verschwand wieder. Er hat nichts gesagt? Doch, er sagte, dass er Willig dabei beobachtet hat, wie er mich einschloss. Das war es oder gehören die beiden zusammen? Nein, das sind keine Komplizen. Fischer hat Willig und dich belauscht. Daher wusste er, dass Willig dich nicht wieder aus dem Bunker lassen würde. Ja, da dachte ich, wenn Willig kein Lösegeld fordert, warum soll ich es nicht tun? Und, hat er es getan? Und ob. Mike ist vorhin nach Malaga geflogen. Er hat 500.000 Mark Lösegeld bei sich. Was? 500.000? So reich sind wir gewesen? Und jedes Mal dieser Zwagenaufstand, wenn ich mehr Taschengeld will. Geschadet hat dir das Kidnapping nicht, Gunther. Die freche Klappe ist schon wieder voll da. Bei einer halben Million? Ist ja wohl kein Wunder, oder macht dir Spaß? Nein, machen wir nicht. Mein Gott, Mike will diesem Fischer wirklich 500.000 Mark geben. Ja, also nun kommt jetzt so schnell wie möglich nach Hause. Wir müssen mit Mike telefonieren. Hoffentlich erreichen wir ihn, bevor er das Geld übergeben hat. Dann sind die 500.000 Mark weg. Oh Gott, das würde ja bedeuten, nie wieder vernünftiges Taschengeld.
Dann aber steckte Helga sie erst einmal in die Badewanne. Gunther bemühte sich zugleich um ein Gespräch mit Spanien. Und tatsächlich gelang es ihm nach einiger Zeit, mich zu erreichen. Ja, hallo? Mike? Bist du's, Mike? Hallo, Väterchen. Natürlich bin ich es. Wer sonst? Aber warum zum Teufel hast du dich nicht gemeldet? Tut mir leid, ich bin nicht durchgekommen. Und später ging es nicht. Ich war weg, am Flughafen. Ja, das kannst du gleich berichten. Du machst mal auf das Wichtigste voraus. Locke ist frei. Ja, sie ist gesund und wohlbehalten. Ja, sie ist wieder hier. Du, pass auf, Tom hatte eine Idee, die richtig war. Ja, sie lässt dich schön grüßen. Sie sitzt jetzt in der Badewanne. Oh, sag ihr, dass mir der größte aller Steine vom Herzen fällt. Aber dein Anruf, Papa. Oh, verdammt, der kommt zu spät. Zu spät, Mike? Heißt das, das Geld ist weg? Das Geld ist weg. Ich habe es abgeliefert. Ich musste es in einem toten Briefkasten übergeben. Ach, ein Mist. Sag mal, das darf doch nicht wahr sein. Tut mir leid, Papa. Wir haben 500.000 Mark verschenkt. Für nichts und wieder nichts. Man könnte sich vergessen. Ja, der Erpresser heißt Gottfried Fischer. Aber ich weiß nicht, ob uns das jetzt noch was nützt. Weiß ich auch nicht. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht erwische ich den Kerl ja noch. Ja gut, aber sei vorsichtig, Mike. Ich komme mit dem nächsten Flugzeug runter. Gut, Papa. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Hafen, um für den nächsten Flug nach Malaga zu buchen, sondern er ging zuerst zur Polizei, um dort Anzeige gegen den Immobilienmakler Willeck zu erstatten. Tom und Locke stiegen währenddessen auf ihre Mofas und düsten zu dem Makler. Sie näherten sich seinem Grundstück von der Rückseite her. So, da wären wir. In diesem Haus wohnt Willeck. Und hier hat er auch sein Büro. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Willeck wirklich der Entführer ist. Oder ob das ein anderer war, der mir nur den Namen Willeck genannt hat, um eine falsche Spur zu legen. Mhm. Hey, wart mal. Jemand kommt raus. Du, Locke, ist er das? Ja, das ist er. Das ist der Kerl, der mich eingesperrt hat. Sieht aus, als ob er verschwinden wollte. Hallo, guten Abend, Herr Willeck. Ja, wer sind Sie denn? Ich habe jetzt keine Zeit. Ach, Sie kennen mich nicht wieder, Herr Willeck? Sehen Sie mich doch mal an. Vorbei. Nina Rehm? Nein, lass mich vorbei. Ich muss weg. Macht Platz! Also, verdammter Rachegeier! Sie wollten meine Freundin verhungern lassen. Aber Sie haben die falsche Tochter erwischt, Sie Schwachkopf. Der Mann, der Ihre Familie auf dem Gewissen hat, heißt Günther Rehm. Und das ist ein ganz anderer. Günther, nicht Gunther. Ein anderer? Günther Rehm? Wovon redet ihr? Davon, dass ein gewisser Günther Rehm Ihre Familie auf dem Gewissen hat. Mein Vater heißt aber Günther Rehm. Günther mit U. Oh Gott. Ah, da ist ja auch schon die Polizei. Herr Willeck? Hallo, Herr Hauptwachtmeister. Sie suchen den Makler Otto Willeck? Da liegt er. Wollen Sie nicht endlich aufstehen, Herr Kidnapper? Während Tom und Locke dafür sorgten, dass der Immobilienmakler Willeck hinter Schloss und Riegel kam, kehrte mein Vater von der Polizei nach Haus zurück. Ja, ich komme ja schon. Rehm? Papa? Ich bin's, Mike. Ja, Mike, was ist los? Eben rief mich Gottfried Fischer an. Er war oben auf. Er hat die 500.000 Mark gefunden und fühlt sich jetzt wie ein King. Er hat sich über uns lustig gemacht. Was? Er hat das Geld und zieht noch über uns her? Ja, er hat mich als Dummkopf verhöhnt. Na, vielleicht solltest du dich doch an die Polizei wenden. Nein, das bringt nichts. Bevor die begriffen hat, was läuft, ist Fischer längst über alle Berge. Nein, ich will keine Polizei. Aber was mich wirklich ärgert, Gottfried Fischer hat mir Lockes Versteck nicht verraten. Ich weiß, das spielt jetzt keine Rolle mehr, aber damit hat er gegen die Abmachung verstoßen. Dieser Lump. Mensch, der kassiert das Geld und schweigt. Dabei kann er gar nicht wissen, dass Locke frei ist. Jetzt weiß er es. Was? Ja. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, es ihm zu sagen. Ja, das war aber nun wirklich nicht besonders klug, Mike. Lässt sich nicht mehr ändern, Papa. Jetzt brauche ich vor allem ein Foto, damit ich ihn identifizieren kann. Das Foto könnte ich jedem Hotelportier hier unter die Nase halten. Ja, okay, ich organisiere das Foto. Ich weiß auch schon wie. Nur ein Vorschlag, Papa. In Fischers Wohnung ist bestimmt ein Foto von ihm. Jeder hat doch irgendwie Bilder von sich. Locke weiß, wie der Kerl aussieht. Sie würde das richtige Foto auswählen und du, Väterchen, bringst es mit, wenn du hierher nach Malaga kommst. Ja, du, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, wenn es von Fischer ein Foto gibt, dann treibe ich es auf. Ja, sonst noch was? Nein, das wär's eigentlich dann. Tschüss! Ja, tschüss, Mike. Tschüss.
Ja, da seid ihr ja wieder. Hallo, da sind wir wieder. Willeck ist gerade eben verhaftet worden. Na, was sagt ihr dazu? Tom hat ihm vorher noch eins auf die Nuss gegeben. Sozusagen als Antwort auf die Entführung. Gunther berichtete von meinem Telefonanruf und von meinem Vorschlag, ein Foto von Fischer zu besorgen. Tom war sofort Feuer und Flamme. Du willst doch nicht etwa in Fischers Wohnung einbrechen. Bewahre. Aber ich werde beim Zöllichweg 18 die Mülltonnenfilzen, den Garten absuchen und die Fensterbänke. Eben alle Plätze, wo man im Allgemeinen Fotos aufbewahrt. Sehr richtig. Und vergiss das Vogelhäuschen nicht. Das Foto muss her. Es ist wahnsinnig wichtig. Worauf warten wir denn noch? Warum sind wir nicht schon längst unterwegs? Willst du etwa mit, Locke? Klar, ich bin doch die Einzige, die Fischer kennt. Wenn Tom das Foto allein sucht, bringt er garantiert das Falsche mit. Und dann ist unser Geld endgültig futsch. Ja, sag ich doch. Also los, Locke in die Stiefel. Tom und Locke schwangen sich auf ihre Mofas und düsten durch die Nacht zum Zöllichweg. Sie stellten die Knatterkisten in der Nähe von Haus Nummer 18 ab und gingen das letzte Stück zu Fuß. Sehr leise, wie es sich für Einbrecher gehört. Das Haus ist leer. Es gehört einer Frau Kohl und die ist verreist. Dann wird uns also niemand stören. Hoffentlich. Fischer war vor einigen Stunden noch in Malaga. Er könnte theoretisch schon wieder hier sein, wenn er gleich nach dem Telefongespräch mit Mike abgeflogen ist. Das glaube ich nicht. Ganz wohl ist mir bei diesem Einbruch nicht. Ja, am besten ich klettere über den Balkon. Hey, wer kommt denn da? Eine Taxi. Ein Mann ist ausgestiegen. Der kommt hierher. Wer kann denn das sein? Besuch? Ich denke, das Haus ist leer. Vorsicht! Kopf runter! Leuchtet mit seinem Feuerzeug. Einbrecher. Psst. Hey, da kommen ja noch zwei Männer. Das sind Araber. Du, die sind hinter dem Kerl her. Sieh doch. Nein! Nein! Nicht! Lasst mich! Oh mein Gott, die bringen ihn um. Das sehe ich mir noch nicht an. Ganz gleich, wer das ist und weshalb sie ihn verprügeln. Tom, sei vorsichtig. Tom stürzte sich auf die beiden Araber und holte sie mit einigen Karateschlägen von den Beinen. Die beiden Typen landeten auf dem novemberkalten Boden, wo sie liegen blieben und mühsam nach Luft schnappten. Dann drückte Tom den Lichtknopf an der Tür und helles Licht fiel auf die drei Männer. Oh Mann, Tom, sind das wirklich Araber? Sie sehen zumindest ganz echt aus. Aber was hat das zu bedeuten? Wieso fallen sie über ihn her und verprügeln ihn? Keine Ahnung. Geh jetzt ins Haus. Der Kerl hat die Tür ja schon geöffnet. Such ein Foto und dann ruf die Polizei an. Ich bewache die drei. Gebonkt. Aber erst will ich wissen, wer der Einbrecher ist. Dreh ihn doch mal um. Wenn er auf dem Gesicht liegt, kann ich ihn gar nicht erkennen. Wenn es weiter nichts ist. So, zufrieden? Aber Tom, das ist ja Gottfried Fischer. Was? Ja, das ist er. Gerade aus Spanien zurück. Gottfried Fischer? Ja. Mich beißt er nicht. Da will ich doch gleich in seinen Koffer sehen. Tom, meinst du, dass er das Geld bei sich hat? Das Geld? Das werden wir gleich sehen. So, Locke! Ah. Locke, das Geld! Tom, das darf ja nicht wahr sein. Es ist wirklich unser Geld. Hier, sieh doch. Die markierten Scheine. Du weißt ja, wir haben einige Scheine mit Zahlen versehen. Hier, diesen zum Beispiel. Und diesen. Das ist meine Schrift, Locke. Wir haben das Geld wieder. Ach, super. Oh, ich hätte es nicht geglaubt. Oh, Tom, wir müssen sofort zu Hause anrufen. Zuerst die Polizei. Nun mach schon. Sonst entwischen uns die drei Kerle noch. Soll doch die Polizei klären, was Fischer mit diesen Arabern zu tun hat. Uns geht das nichts an. Ja, ja, ich rufe die Polizei an. Aber dann muss ich mit Gunther und Helga sprechen. Ach, sie müssen wissen, dass wir das Geld haben. Ja, nun beeil dich doch schon. Und ob ich das tue? Ich bin schon unterwegs. Und gib nicht das ganze Geld aus, hörst du? Das ist wieder mal typisch. Hat Angst, dass ich die 500.000 verballere. Hey, ihr drei Schlaffis, wollt ihr nicht endlich wieder aufwachen? Du bist ganz schön raffiniert, Gottfried Fischer. Während wir dich und das Geld in Spanien suchen, gehst du hierher zurück. Na, das hat dir nichts genützt. Und was ist mit euch, ihr Wüstensöhne? Ihr seid dem Fischer auf die Schliche gekommen, was? Wolltet ihr ihm die 500.000 abnehmen, ha? Naja, wie auch immer. War wohl nichts. ich verstehe. Euch hat's die Sprache verschlagen. Naja, auf der Polizeiwache dürft ihr nachher so viel reden, wie ihr wollt. Jetzt schlaft ruhig weiter.